Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein neues Lied für euch. Ich möchte euch heute mal meine Journals zeigen, auch wenn diese noch nicht ganz fertig sind. Einfach weil das neue Jahr beginnt und bevor ich da irgendwelche Daten von anderen reinschreibe, zeige ich euch mal, wie weit ich bin. Also, das erste Journal, was ich habe, ist ein ganz einfacher Taschenkalender. Da habe ich jetzt auch noch nichts eingetragen oder so. Den benutze ich, um meine Arbeitszeiten festzuhalten, einfach weil ich flexible Arbeitszeiten habe, aber auf meine Stunden kommen muss. Und deswegen nutze ich den, um meine Stunden erstmal niederzuschreiben, bevor ich die dann bei uns in der Firma ins System eintrage. Das zweite Journal, was ich habe, habe ich geschenkt bekommen von Yazio, weil ich dort Moderatorin bin. Und entsprechend widme ich dem Journal auch dem Abnehmen. Und zwar sollen da immer meine Challenges rein. Da bin ich mit der Gestaltung schon relativ weit. Ich habe ein Deckblatt gestaltet. Ich habe den Januar vorbereitet. Nochmal, dass ich alle meine Daten festhalte, meine Ziele. Dann habe ich eine Challenge erstellt. Wer Details zu diesen Challenges haben will, schaut am besten mal auf meinem Abnehmen-Blog vorbei. Den findet ihr unter kiloporzel.de. Und dann im Prinzip zu den Challenges für jeden Tag ein oder jede Woche ein Tracking-Cheat. Genau. Und ihr seht auch hier eine Checkliste für die gesamte Challenge, wo ich dann Haken eintrage und somit Punkte sammle und am Ende mich dann belohne mit, überwiegend Bastelzeug. Dann habe ich meinen Jahrestracker. Das Deckblatt muss ich noch gestalten. Da bin ich mir noch nicht sicher, was ich machen will. Da notiere ich mir erstmal für das Jahr die Ziele und die Vorhaben. Da weiß ich auch noch nicht, in welcher Form ich das machen will. Deswegen habe ich erstmal die Seite Planko gestaltet. Dann einen Überblick über meine Ausgaben und Einnahmen. Vor allen Dingen, dass ich kontrollieren kann, was runter ist, was drauf ist, dass da nichts schief geht. Dann eine Übersicht für Geburtstage und Events. Ich denke, da werden überwiegend Geburtstage drinstehen. Ich habe keine Ahnung, ob da große Events gesammelt werden wegen Corona. Aber wir planen ja auch einen Urlaub und sowas und das halte ich dann alles hier fest. Und dann noch eine Stundenerfassung, weil, wie gesagt, ich arbeite in flexiblen Arbeitszeiten und ich muss dann schauen, dass ich auf meine Stunden komme. Wer sich über die Urlaubstage wundert, das sind recht viele, einfach weil da die Überstunden vom letzten Jahr mit aufaddiert sind. Und dann mache ich im Prinzip für jeden Monat Monatsübersicht. Da habe ich erst eine Startseite, da kommt oben Kalender hin. Was ich unten hin mache, weiß ich noch nicht. Dann eine Seite, wo ich meine YouTube-Videos plane, eine Seite, wo ich die Challenges plane, im Prinzip Ideen sammle und notiere, ob ich das in dem anderen Journal erstellt habe und vorbereitet habe. Das könnte ich hier schon abhaken. Dann eine Doppelseite für eBay, weil ich verkaufe bei eBay für verschiedene Personen, nicht nur für mich. Und da muss ich immer einen Überblick haben, wer bekommt jetzt aus welchem Verkauf welchen Anteil an Geld. Und dann eine Bestellübersicht, damit keine Pakete verloren gehen, einfach weil ich auch bei Seiten bestelle wie Wish, wo das sehr gerne mal vorkommt. Und dann auch schon der nächste Monat. Ihr seht, auf Rot folgt Orange, also ich werde hier in Farbmuster arbeiten nach Regenbogenfarben. Ihr seht, hier sind die Seiten noch nicht gestaltet, so weit war ich noch nicht. Ihr seht hier hinten, das zweite Rote ist dann der Juli, wenn es dann wieder von vorne losgeht. Und dann habe ich hier hinten noch verschiedene Tracker. Einmal möchte ich schauen, welche Hobbys ich wirklich noch viel mache. Deswegen habe ich einen Hobby-Tracker, wo ich mit drei Symbolen die drei Hobbys eintrage, die ich mache. Und dann möchte ich auch hier nochmal zusätzlich zu dem anderen Journal eine Übersicht für meine Sportaktivitäten, indem ich einmal festhalte, wann gehe ich gezielt walken und wann mache ich gezielt Workouts. Und indem ich einmal festhalte, wie viele Schritte mache ich denn am Tag.
Und als letztes habe ich dann noch 2 Seiten vorbereitet für die Urlaubsplanung. Wie gesagt, wir wissen noch nicht, wann und wie der Urlaub gestaltet wird. Wir wissen nur, dass es ins Porsche-Museum einen Tag gehen soll, also nach Stuttgart. Und hier kann ich dann alles eintragen, was dazu ist. Dazu gehört zum Beispiel eine Packliste, eine Checkliste für die Buchungen, Ideen für Ausflüge und so weiter. Eventuell erweitere ich das auch noch, weil ich habe hier hinten noch ein paar Seiten frei. Genau, das war mein Jahresjournal. Und dann habe ich noch im Prinzip ein Daily Journal. Da mache ich im Prinzip für Tage, wo ich die Zeit habe, wo ich kreativ sein will, wo ich sehr viel auch zu tun habe. Einzelne To-Do-Listen. Ich blätter das jetzt mal im Schnelldurchlauf durch. Ihr seht, ich habe hier auch schon ein paar Seiten, na, wo sind sie? Vorbereitet mit Stencils. Und genau, die einzelnen Seiten, die ich hier schon benutzt habe, weil da natürlich schon ausgefüllte Seiten sind und da auch ein paar private Sachen dazwischen stehen, zeige ich euch jetzt als Dia-Show und habe dann einfach die Aufgaben selber ausgekramt. Hey ihr Lieben, ich bin's nochmal. Nur eine kurze Info. Ich habe jetzt festgestellt beim Bearbeiten, dass das andere Bullet Journal Video mit den Einzeltagen ja schon online ist. Ich dachte, die Bilder liegen noch zum Bearbeiten rum. Das heißt, ich werde die euch jetzt nicht nochmal zeigen, sondern ich werde euch einfach in der Beschreibung das Video verlinken, wo ihr die Seiten euch anschauen könnt.